Wenn sie sich da nicht mal zu sicher ist. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Kein Zweifel. Notiz eines Anwalts. Ah, wann bekommen wir endlich eine Bürohilfe? Ich kann keine Dokumente finden, die J abgelegt hat, und S hält überhaupt nichts von einer Ablage. Dieser Ort verwandelt sich in Chaos. Ich kann dem, indem man nicht noch einmal einen Wahl finden könnte. So kann ich einfach nicht arbeiten. Aber warum sind jetzt die optionalen... Wieso sind die optionalen Ziele hier jetzt gescheitert? Ich glaube, die kommt zurück, oder? Deswegen, ich war nicht schnell genug. Scheiße. Komm her. Ich hoffe, du kommst jetzt hier rein. Und zwar alleine. Einfach rausrennen und die killen. Den killen. Finde den letzten Willen. Fundort des Testaments und hier ist nichts. Und da bin ich wieder blind. Kommen die jetzt hier rein oder nicht? Irgendwas ist doch hier komisch. Er zeigt hier hin. Hier ist aber nichts. Doch, ja, genau, in der Truhe. Oh Gott. Ich bin echt verpeilt heute. Ja, hier kann ich einfach rausrennen. Ich jetzt hier rausrenne. Wo ist denn dieser komische Staub? Ah, hier. Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Werde ich milde walten lassen. Scheint alles in Ordnung zu sein. Der Trottel. Die anderen zwei sind platt, oder? Das ist doch nicht so schlecht. Das hat etwas. Wenn ich jetzt in diesem Zeitlupenmodus schnell zu der Hinrenne, zu dem Hinrenne. Sag ich immer der.
sehen die mich doch nicht, oder? Sieht aus, als sei er einfach verschwunden. Wir wissen, dass du hier bist. Scheiße, Alarm. Ich weiß, dass du hier bist. Ich glaube, es ist Attentäter. Ich würde dich den Hund vorwerfen. Hinter dir, haltet ihn im Auge. Rexcar. Auf der Schusslinie. Scheiße. Na ja, super. Du hast jemanden zur Witwe gemacht, verdammter Hund. Wie soll ich denn sonst an ihn rankommen? Ja, super, toller Speicherpunkt. Feuer, umzingelt ihn! Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist, Abschau. Merkwürdig. Brennt ihn nieder! Tim schmeckt sich im Testament nicht selbst als Begünstigten. Wir finden ihn. Er vermacht das Erbe der Leila. Jetzt hab ich dich. Ich weiß, dass du umzingelt ihn! Nein, ich muss weg. Ich will dich den Hunden vorwerfen. Da bist du ja. Nee, nee, ich bin weg. Ja, ja, mittendurch. Guter Plan. So sollte man das nicht machen. Ja, klar. Hunderte Wachen. Oh Mann, ey. Was gesehen? Oh, das sollten wir uns ansehen. Oh Mann, was geht denn hier ab, ey? Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Super, dass du hier bist. Guck mal, was hier auf einmal los ist hier. Lass uns den kleinen Dreckskerl finden. Ich werde dich finden und dich für deine Verfehlungen bestrafen. Wer immer du bist. Ich weiß, dass du hier bist. Irgendwie mit Glück und ohne Verstand habe ich es dann irgendwie geschafft. Augen auf und ruft einander zu, wenn ihr ihn seht. Jetzt muss ich nur noch irgendwie hier wegkommen. Ich werde dich finden. Na toll, ich habe gedacht, ich könnte irgendwie rein in das Haus. Aufpassen, ein Herumtreiber. Mal sehen, was passiert, wenn ich ihn nochmal in die Finger bekomme. Ist mir ein bisschen zu viel los hier. Ja toll, wenn ich das jetzt auf die werfe, dann habe ich direkt erst recht wieder alle am Hals. Wenigstens das hat mal geklappt. Der Mörder von Justiziar Arnold Timsch wird noch immer... Wir werden ihn fertig machen. Ich weiß gar nicht, muss ich jetzt da links rum? Oder kann ich da durch dieses Hochmutmacherviertel? Aber ich glaube nicht. Versuchen wir es einfach mal hier lang. Ja, ja. Weil du nicht alles weißt. So, hoffentlich sieht mich jetzt keiner. Aber das sieht gut aus. Hier war auch nix. Und ich glaube, ich kann sogar dadurch dieses Blitzding, was immer noch aus ist.
Ah, dafür stehen ein paar Wachen da. Na supi. Der Mörder von Justitia Arnold Tisch wird noch immer in dieser Gegend vermutet. Wenn Sie ihn sehen, benachrichtigen Sie umgehend einen Offizier der Wache. Wir wollen Vergeltung für das, was er dem Boss angetan hat. Ach Gott. Auge um Auge. Wir müssen ihn töten. Gaud ist eine Legende. Bloß kein Risiko. Nach dem, was er Bungie angetan hat, wird er um seinen Tod betteln müssen. Das heißt, Assassine spüren keinen Schmerz. Sie sind in der Lage, ihn zu unterdrücken. Ich bin jetzt seit 8 Jahren hier und weiß, wie man einen Mann zum Schreien bringt. Da sind doch diese Walfänger-Typen. Verdammt! Da keiner das Öl macht, gefällt es auch so gut, ist das nichts wert. Träumt weiter, ihr kriegt mich eh nicht. Ja, da hinten ist die Talia. Auftrag erledigt, wie auch immer. Dein Onkel ist tot. Hier ist das Testament, wie vereinbart. Mein Onkel ist tot? Bin ich jetzt eine Mörderin? Fühlt sich wirklich seltsam an. Aber Ihnen wurden Informationen versprochen. Nun, Delilah hatte meinen Onkel in ihren Bann gezogen. Er war besessen von ihr. Sie hatte im Tower gearbeitet, bevor Sokolov sie unter seine Fittiche nahm. Sie war Malerin, Künstlerin. Ganz gewiss unter unserem Stand. Mein Onkel war ganz in sie vernarrt. Aber er wirkte immer älter und ließ uns nachts Kerzen anzünden. Er hatte Angst vor der Dunkelheit. Eines Nachts waren wir alle bei Waverly Boyles für eine Seance. Wir wollten Spaß haben. Wir wussten nicht, was wir taten. Ich hatte immer geglaubt, bei Seancen erscheinen nur die Toten. Aber auf einmal stand Delilah vor uns. Mein Onkel ist fast gestorben vor Schreck. Sie war irgendwie da und nicht da. Es sah aus, als wäre sie weit weg. Im alten Brigmore-Anwesen. Sie malte an einer Staffelei, malte einen Namen. Ihren Namen, Daud. Mehr weiß ich nicht. Ich hoffe, Sie finden, wonach Sie suchen. Mit. Jetzt bin ich irgendwie noch verwirrter als vorher. Okay, da hinten ist unsere Freundin. So viel zum feinen Justiziar. Er wollte es so. Leute wie er dürfen niemandem trauen. Seine eigene Nichte hat ihn verraten. Sind Sie bereit? Na sicher, das. Gehen wir zurück. So, 3 Runen haben wir gefunden von 7. Nicht gerade toll. Chaos Faktor hoch wie immer. Leider keine Sonderaktion. Naja, war keine Glanzleistung. Aber war ein bisschen verwirrend, wenn man es jetzt, wenn ich es jetzt wüsste, ne, also ich weiß ja jetzt, wie es funktionieren würde, in Anführungsstrichen, würde ich es wahrscheinlich auch besser hinkriegen. Aber jetzt so beim ersten Mal, naja. Egal, ich stehe zu meinen Entscheidungen, das bleibt jetzt so. Der Angriff. Delilah ist eine mächtige Hexe und Anführerin eines Zirkels in den Ruinen des Brigmore-Anwesens. Du bist zu deinem geheimen Hauptquartier im überschwemmten Bezirk zurückgekehrt, um deine nächsten Schritte zu planen. Jessamine Caldwin allein war es, die die Stadt zusammengehalten hat. Durch ihren Tod hat sich die Stadt unaufhaltsam aufgelöst. Wachen, Aufseher, Adlige, Weiner. Vielleicht war das die Welt, die mir der Outsider die ganze Zeit zeigen wollte. Jahrelang hielt ich eine zwielichtige Gruppe ehemalige Söldner, Straßenkinder und Flüchtlinge mit Disziplin und schwarzer Magie zusammen. Die Stadt verschlang alle Unschuld und Schwäche. Vielleicht war heute das Ende dieser kleinen Welt. Ich erinnerte mich an das Zittern von Jessamine Caldwins Händen, als sie ihr Leben aushauchte. Welches Schicksal mich auch erwartete. Ich hatte es verdient. Meine Leute nicht. Na
Neue Verbesserung, Schleichschuhe. Sehr schön. So, Mana-Tränke haben wir gar nichts. Und nur zwei Heiltränke. Scheiße, ich komme gar nicht dazu, hier irgendwelche Verbesserungen zu nehmen. Weil laufend ich keine Mana-Tränke und nichts habe. Aber hier Schritte leiser machen, das brauchen wir auf jeden Fall. Gefallen gibt keine. Okay, jetzt mal ein paar Mana-Tränke. Ja. Ich muss leider mein ganzes Geld dafür ausgeben. Weil ich brauche den ganzen Kram. So, wo sind wir jetzt in der Kanalisation, wie es aussieht? Ah, Home Sweet Home. Meister Dort, wir werden von Aufsehern angegriffen. Das Hauptquartier ist verloren. Die Männer haben Angst. Einige wurden gefangen und ihr Anführer durchsucht in diesem Moment ihre Gemächer. Wenn wir uns sammeln und ihren Anführer ausschalten, glaube ich, können wir sie vertreiben. Wie haben uns diese Dreckskerle überhaupt gefunden? Tja, das ist die Frage, ne? Na, nehmen wir mal unseren ganzen Kram mit. Den Roman lese ich jetzt nicht. Hier gibt es auf jeden Fall mega viel zu lesen. Tut mir leid, dass ich nicht alles vorlese, sondern nur die kleinen Sachen, aber das nimmt irgendwie den Tempo aus dem Spiel. Und von der Story kriegen wir so genug mit. So, da oben ist ein Aufseher und da ist ein gefangener Assassine. Ah, das ist bestimmt so ein kleiner Bossfight. Bevor ich jetzt einfach da hochkletter, gucken wir mal auf den Etagen, ob hier irgendwo was rumliegt. Okay, hier scheint nichts zu sein, aber hier war was. Ne, hier ist doch nichts. Eine Etage höher war was. Irgendwas habe ich da gesehen. Genau da hinten. Ja, toll, nur ein Buch. Supi, ein Buch. Ganz toll. Ich weiß nicht, soll ich jetzt einen Assassinen befreien? Oder euren Obermacker da killen? Glaubst du, dass du danach dein eigenes Kommando bekommst? In der Tat, das glaube ich. Ich brauche mehr Männer! Oh oh. Granate! Lautlos wie immer. Nicht. Ich finde dich schon. Ich weiß, dass du hier bist. Ach, du weißt gar nichts. Meine Hände langweilen sich schon. Zeig dich. Wo bist du? Was labern die denn da? Die sind eh da draußen irgendwo. Okay, er ist entkommen. Dann befreien wir erstmal den Assassinen da hinten.
ist erledigt. Kann wohl nicht mehr kämpfen. Die sehen uns auch mal direkt, ey. Klar, das ist Kacke. Dass sie im Schatten bleiben. Für Schlägereien taugen sie nichts. Ich bin in der dunkelsten Ecke und die sehen mich. Sie werden sich erinnern. Die Männer, die Downs Assassin. Vorsicht! Hier! Nehmt das! Die wieder da! Ich werde dir die Eingeweide rausreißen! Ach, auf Wiedersehen. Die mit diesem komischen Scheißapparat da immer. Meine Hände sind gefesselt. Binden Sie mich los. Vielen Dank. Ich warte auf Ihr Zeichen. So, einen haben wir befreit. Ketzerisches Artefakt. Bitte verwahren Sie dieses übernatürliche Artefakt. Es wurde bei einem von Dauds Männern im Trainingsbereich des Handelsgebäudes gefunden. Im zeitweiligen Hauptquartier sollte sich eine Kiste für Gegenstände dieser Art finden. Legen Sie sie dort ab, nachdem Sie es ins Fundbuch eingetragen haben. Aufseher Marcus.